Welcome to natural selection. Tippitopp. Ein zweiter, zweiter. Nice. Easy win. Schöckse, Jungs. Ich bin der Silvan Dosser, bin 22, wohne in Brunschhofen, bei Wiel, arbeite als Zivildienstler momentan, bin gelernter Informatiker, ja, gehe jeden Tag arbeiten, also Wochentag. Am Abend helfe ich meistens noch ein bisschen aus, bei meinen Eltern auf dem Hof oder helfe mir eine Schwester und suche mir dann ein bisschen Zeit fürs Gamen. Das ist schon so. Nein, da ist es. Siehst du den Unterschied? Was League of Legends so besonders für mich macht, ist eigentlich, dass es so viele verschiedene Charaktere gibt. Mit ganz vielen verschiedenen Fähigkeiten. Und somit bleibt es eigentlich immer etwas Neues. League of Legends, da ist es MOBA oder anders gesagt das Multiplayer Online Battle Arena Spiel. Also eben, man spielt das Fünfte gegen andere fünf online. In einer Arena eigentlich. Und das Ziel ist es, die gegnerische Basis zu zerstören. Für League of Legends suche ich mir immer wieder ein bisschen Zeit. Meistens jeden zweiten Tag, so zwei, vielleicht drei Stunden. Wo ich halt einfach trainiere, damit ich ein bisschen in Form bleibe. Und sicher einmal in der Woche gibt es auch Training mit dem Team. Da ist praktisch vorgeschrieben, wo dann auch so zwei, drei Stunden geht. Ja, jetzt sind sechs Jahre schon mittlerweile daraus geworden. Und ja, der E-Sport begeistert mich insgesamt hauptsächlich, weil ich halt alles ein bisschen miterlebe, den ganzen Aufbau davon, was man halt im traditionellen Sport nicht mehr so hat, weil halt das alles schon viel weiter ist. Und ja, wenn man eigentlich ein mega hohes Level muss haben, damit man überhaupt reinkommt und da kann man sich so mit dem E-Sport ein bisschen entwickeln. Also neben dem E-Sports und dem Helfen bei meinen Eltern betätige ich mich in meiner Freizeit hauptsächlich mich sportlich betätigen. Jetzt vor allem auch Basketball. Oder ich gehe auch gerne mit den Kollegen irgendwo hin. Halt einfach ein bisschen Ausgleich zum drin hocken, weil ich halt beim Arbeiten schon meistens drin hocke und dann halt beim Gamen natürlich auch. Ich spiele für die Organisation MindSanity. MindSanity ist eine Organisation, die in Bern ist. Wir haben dort auch ein Office. Und ja, MindSanity ermöglicht mir eigentlich, an all die Turniere zu gehen, all die Events zu gehen, indem sie mir halt eben Equipment geben, mich ausstattet. Und auch meine vier Teammitglieder kommen eigentlich von MindSanity, also MindSanity hat die angeschrieben. Und ja, also ohne MindSanity kann ich mir das Ganze eigentlich gar nicht mehr richtig vorstellen. Einfach immer da in der Midlane, während ich eigentlich fast immer da oben bin. Die ganze Zeit, dass wir alle Midlane kommen, dann spielen wir immer zu fünften. Hingegen, wenn wir Yorick spielen, spielen wir 4 und 1. Also Jungs, 10 Minuten müssen wir drin sein. Jeder kann noch ein bisschen Zeit nehmen für sich. Ich nehme meine Zeit für mich. Dann sehen wir uns nachher drin, ist gut? Auf geht's. Ja. Also, 3, 2, 1, in Sentry! Direkt vor dem Wettkampf selber nehmen wir meistens so 5 bis 3 Minuten oder so für mich. Hock einfach ein bisschen an, vielleicht Kopfhörer rein, einfach damit es ein bisschen ruhiger ist. Und ja, konzentriere mich einfach dann auf das Spiel, das nachher kommt und dann ja, geht's los. Also, nachdem meine Gegner nicht genug geintet haben, mich nicht genug gefeedet haben, brauche ich natürlich auch noch etwas essen. Und da ist jetzt mein Essen.
der Erfolg, den ich hatte, so ein bisschen in Plakatform praktisch, da ist einmal da, man sieht, St. Gallen letztes Jahr, also 2018, ist halt nur ein zweiter Platz, aber ich war in Rocket League, also das andere Game, das ich auch nicht spiele. Im gleichen Jahr habe ich League of Legends gewonnen. Das ist von SESL, also da die beiden. Das ist so ein bisschen eine Schweizer Liga. Das sind beides erste Plätze, die wir mal erreicht haben. In Zukunft würde ich mir wünschen, dass ich mehr Geld verdiene mit dem E-Sports und vielleicht nur noch Teilzeit normal arbeiten muss. Momentan ist es sehr schwer, ein hohes Niveau in der Schweiz zu erreichen. Einfach nur schon, weil uns halt das Geld fehlt eigentlich. Bringt natürlich einiges, wenn man jeden Tag 8 Stunden kann dran sein kann, statt nur jetzt 2-3. Ich habe auch schon Angebote aus Deutschland bekommen, die natürlich sehr reizend sind, weil man halt sich eben viel mehr verbessern könnte. Dazu müsste man aber halt auf Deutschland auswandern in ein Gaming-Haus mit den anderen 4 Leuten aus dem Team. Ja, ist für mich natürlich auch sehr schwer, weil ich mein ganzes Umfeld müsste zurücklassen. Mein Job, meine Familie, meine Kollegen. Egal wie ich mich jetzt entscheiden werde, denke nicht, dass ich es bereuen werde, weil es ist halt im ganzen Leben so, man muss sich immer für etwas entscheiden und wenn man die Sachen bereut, dann wird es trotzdem nicht besser, man kann es nicht mehr ändern. Klar werde ich immer ein bisschen denken, was wäre auch gewesen, wenn ich es anders gemacht hätte, aber ich denke nicht, dass ich es bereuen werde. Thank you.